30. Spieltag, BHK gegen Wacker Nordhausen. 4:1 Sieg bei 389 Zuschauern. Wunderbarstes Fußballwetter. Was kann man dazu sagen? Ich gebe die Stimme ab an den Trainer des Gastes. Ja, hallo zusammen. Ich glaube, dieses Spiel hätte mehr Zuschauer verdient gehabt. Es war zwar ein sehr gutes Regionalligaspiel auf hohem Niveau. Drei Mann waren leider nie auf der Höhe. Aber das war nie der Grund, warum wir hier verloren haben. Und keine Fehlentscheidung dabei. Das war bloß für mich so ein bisschen Gefühl. Ja, also nie den glücklichsten Tag heute hatte. Glückwunsch, ich denke, verdienter Sieg. Aber wer jetzt hier im Stadion war und liest das 4:1, der denkt ja dann, wir sind hier sang- und klanglos untergegangen. Das war für meine Begriffe nicht der Fall. Wir haben beigetragen mit einer sehr offensiven Spielweise. Wir haben ja 5 oder 6 neue Trainer gehabt, die weniger Spielpraxis in den letzten Wochen haben. Und deswegen ist immer bitter eine Niederlage. Und mit der Niederlage heute kann ich ganz gut leben. Weil wir haben es nie aufgegeben. Wir hatten immer die Ausgleichschance. Wir hatten sogar die Führungschance mit dem Kopfball von Kamlott. Und das BHK eine gute Fußballmannschaft ist. Das wusste man vorher. Da brauchen wir aber so einen Tabellenplatz gucken. In der zweiten Halbzeit ist es bitter. Wir haben 3 Möglichkeiten zugelassen, die waren alle 3 drin. Das ist dann immer bitter. Die Jungs sitzen drinnen in der Kabine, natürlich enttäuscht, 4:1. Aber morgen abschütteln, regenerieren und haben am Dienstag wieder die Chance gegen BFC zu Hause, es besser zu machen. Also nochmal Glückwunsch und toi, toi, weiterhin. Ja, danke Heiko. Herr Sand, dein Mikro. Mehr in die Runde vor Ostern an alle. Das Ergebnis und die Art und Weise des Spiels stellt uns natürlich glücklich, dass wir dazu beitragen, dass viele mit ihren Familien letztendlich das Ostern auch genießen können. Eine gute Einschätzung vom Trainerkollegen. Ich denke, am Ende ist das Ergebnis vielleicht auch um 1 oder 2 Tore zu hoch. Nordhausen war immer in der Partie, es war immer ein enges Spiel. Und manchmal braucht man auch halt den Moment des Glückes. Das hatten wir vielleicht, aber auch Pascal Kühn heute, muss ich natürlich ein bisschen hervorheben, der das ein oder andere Mal bravourös wirklich seine Leistung gebracht hat und zum Spiel gehalten hat, sei es in der Führung oder auch, wo es noch unentschieden stand. Und man muss es halt ähnlich sehen, wie auch Heiko das sagt, das war wirklich jederzeit immer ein enges Spiel, eine hohe Qualität, ein gutes Regionalligaspiel und klar, weil der Gegner jetzt in den letzten Wochen oder letzten Tagen so viele Spiele absolviert und da rotiert. Nochmal Glückwunsch auch von meiner Seite aus für den Pokaleinzug ins Finale im Thüringen-Pokal. Aber alles in allem war es ein ordentliches Spiel von unseren Jungs. Wir wollen halt einfach noch so viele Punkte wie möglich holen. Die Jungs sind da gierig, die lassen sich locker. Und heute hat es einfach auch gepasst, dass wir das Quäntchen Glück hatten in den Momenten. Und alles in allem, denke ich, auch trotzdem verdienter Sieg. Natürlich vielleicht um das ein oder andere Tor zu holen. Danke, Hassan, für deine Einschätzung. Gibt es denn noch Fragen aus dem Plenum vom versierten Fachpublikum? Herr Scholz, Fußballreporter. Meine Frage eigentlich, wie sehen Sie eigentlich die Situation für Wacker Nordhausen bezüglich Reichen des Platzes? Ist das ein Thema für Sie, dass der Kandidat Sie vielleicht keine Lizenz erhält? Das ist heute ein Thema, das ist ja die 3. Platz, das kann ja auch der 5. sein. Wir müssen nur Hertha vor uns lassen, wie ich es gehört habe. Aber das weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wie die Sache beim BHK ist. Da hört man auch einiges, keine Ahnung. Wir wollen natürlich so gut wie möglich abschneiden, aber das ist ja, ja, in die Glaskugel gucken, wir wissen es ja auch nie, was da wird. Aber das ist für uns auf jeden Fall ein Thema. Wir waren 5 Punkte weg von Hertha, weil Hertha hat 2 Spiele weniger, weil da haben wir das nicht geschafft. Und mit dem Sieg am Dienstag sind wir wieder 2 Punkte ran. Direktor-Duell auf der Woche? Nee. Nee? Ach, das waren wir. Dann holen wir euch die Woche. Gut, nächste Woche. Also ist das Experiment mit dem 2. Einzug heute gelungen oder weniger gelungen? Vom Ergebnis nicht gelungen, aber den Jungs kann ich, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben die hier zum Fraß vorgeworfen, das war nie der Fall. Ich habe mit allen Stammspielern gestern nochmal gesprochen und habe gesagt, wir brauchen hier 100% Fitte. Und 3, 4 haben wir gesagt, dass bei 80, 70% sind nach dem Mittwoch. Aber wir hatten auch vorher schon Chemnitz 3 Tage vorher, dann in Jena. Und das ist eben auch, wo du sehr viel laufen musst. Und deswegen habe ich mich lieber für fitte Jungs entschieden. Und ich glaube, die haben das auch nie so schlecht gemacht. Ich meine,
hinten oder Wortmeldung? Gut, wenn dann halt keiner mehr Fragen hat, dann wünsche ich halt noch einen schönen Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag. Kommt gut in die Arbeitswoche und bis demnächst hier in diesem Video. Danke.